Jo, und herzlich willkommen zurück. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, hier die Website zu entstummen. Genau, zu einem neuen Wochencheckup. Heute wirklich nur richtig kurz, weil es gibt einfach wirklich nichts wirklich Relevantes zu vermelden. Das Einzige, was wirklich cool ist, was gestern passiert ist, ist, ich habe einen Random Epic sogar mit 10% Goldbonus bei einer Quest gefunden. Leider kein Sockel. Ja, und es ist alle Attribute, aber gut, okay, ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, weil, warte mal, 6,33. Naja, gut, okay, 70 schlechter, ja. Aber man hätte es auf jeden Fall benutzen können. Aber leider kein Sockel, wie gesagt. Und 10% Goldbonus wäre auch ziemlich heftig gewesen, wenn ich es vor ein paar Monaten gefunden hätte. Aber auf jeden Fall war es, glaube ich, mit Abstand das beste Epic. Also zumindest vom Bonus, ja. Wenn man das hier mit Feuerschaden nicht mit dazu zählt, wobei das auch nur 5% sind, das ist auch schon ganz schön veraltet. Genau, wir warten jetzt noch kurz die Quest ab. Solange zeige ich euch mal kurz den Arena Manager. Dann probieren wir ein bisschen Dungeon wieder so. Drei, vier Versuche vielleicht. Genau, da muss ich euch noch was über den Dungeons erzählen, was mir aus Versehen passiert ist. Und bei dem Arena Manager ist es jetzt so, ich habe die Septillion ja geknackt. Das war ja letztes Mal ja eigentlich schon so. Habe aber, muss ich zugeben, diese Woche nur ein einziges Mal resettet. Und das war eben da, wo ich die Septillion geknackt habe. Und jetzt gerade eben nochmal, so vor einer Stunde oder so. Und ja, keine Ahnung. Es wird nicht mehr wirklich vorangehen, fürchte ich. Also das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Die Toilette werde ich bald auf 2500 machen können, glaube ich zumindest. Aber das Problem ist, es wird wahrscheinlich keinen Unterschied machen, weil statt 19 Sekunden werden es dann wahrscheinlich so 17 oder 16. Und es wird halt vielleicht doppelt so viel bringen, aber das macht halt so wenig Unterschied. Das ist einfach nicht wirklich relevant. Also, es ist natürlich schon relevant, aber man wird es halt nicht wirklich merken. Weil selbst wenn du dann mal wieder gefühlt eine Woche schneller auf die nächste größere Größe kommst, wenn alle wieder 2500 sind, spätestens dann geht wieder gar nichts mehr. Hoppla. Aber darüber haben wir schon oft genug geredet. Brauche ich jetzt im Detail, glaube ich, nicht nochmal erläutern. Dann machen wir noch einen Arena-Kampf. Genau, ich bin Stufe 438 gekommen, das ist auch noch neu. True. Und, ach so, ja, genau, wie ich Stufe 438 gekommen bin, ist, ich habe aus Versehen, und das war wirklich aus Versehen, leider einen Dungeon-Kampf gestartet gegen den letzten Boss in dem Herr der Ringe-Dungeon und habe ihn leider beim ersten Versuch geschafft. Also es war ein Free-Try. Ich wollte es nicht. Ich wollte eigentlich in die Schattenwelt und da was machen, aber ich habe irgendwie komplett, also ich habe es komplett versaut und jetzt habe ich den geschafft. Also Helm Moridor ist fertig, leider. Ich habe aber einen Screenshot davon hochgeladen, Facebook, Twitter und auch auf YouTube. Also das könnt ihr euch gerne noch angucken. Also beim Community-Tab auf YouTube. Aber wie gesagt, war halt echt unlucky, weil ja, ist halt einfach so passiert. Was aber heißt, schaut euch das mal an. Das hatte ich noch nie, glaube ich. Wir haben jeden einzelnen Dungeon geschafft, bis auf einen. Das ist crazy. Wenn wir den schaffen, können wir hier keine Dungeons mehr machen. Ziemlich heftig. Aber gut, es gibt ja noch die Schattenwelt und die ist ungefähr 20 mal schwerer. Genau. Gucken wir mal bei dem Boy rein. Jetzt habe ich wieder mein Gold ausgegeben, ohne meine Begleiter zu leveln, merke ich gerade. Aber vielleicht wirft das Glücksrad ja was ab. Also wir haben ihn halt mit zwei Schüssen, haben wir über 200 Millionen Leben abgezogen. Der müsste halt eigentlich so einfach fallen. Ah, okay, wir haben 15 Millionen Gold gefunden, aber das reicht leider nicht, weil ich die gar nicht mehr gelevelt habe. Na gut, für die hätte es beinahe noch gereicht. Ups, dann geben wir das noch zum Schmied. Machen wir hier noch den Petkampf. Festung. Wie sieht es bei der Zeitmaschine aus? Ja, ist wieder bei 1800. Die werden wir uns dann noch abholen zum Schluss. Petkämpfe sind, bin ich fertig, genau. Na gut, na dann probieren wir den nochmal. Na gut, okay, das war gerade schon ein relativ lucky try, weil er hat ja nur einmal mehrfach geschlagen, glaube ich, und wir sind die ganze Zeit ausgewichen. Oder viel ausgewichen. Aber an für sich ist es halt schon kein so starker Gegner eigentlich. Das sind halt wirklich nur die Mehrfachschläge und da muss man halt einfach nur einen glücklichen Versuch haben. Dann ist er eigentlich müsste er dann locker liegen. Und gut, okay, mit Crits muss man natürlich ein bisschen Glück haben. Also sowohl er darf nicht so viel critten und wir müssen critten, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Dann probieren wir hier mal ein und hoffen mal, dass wir ein Gold-Item bekommen. Besten Brustpanzer.
Ein Gold-Item ist es, aber leider kein Brustpanzer. Ja gut, dann egal. Dann machen wir in der Schattenwelt diese Woche nichts. Das passt. Dann ist halt wirklich eine kürzere Folge. Dann probieren wir nächste Woche vielleicht in der Schattenwelt ein bisschen was. Dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch die Zeitmaschine ab. Ups. Ach so, und dann kriege ich ja Gold, ne? Oh mein, oh mein, oh mein. This dude. This dude. Was ist das hier? Ach nein, das war sogar richtig. Erfahrungsbonus, genau. So passt. Dann Zeitmaschine. Zack. 57 Millionen Erfahrung, 113 Millionen Gold, sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich die Begleiter immer vergesse. Das ist irgendwie. Das rückt bei mir immer so krass in den Hintergrund. Ich finde einfach die Epics nicht. Schau dich das an, ich habe jetzt schon wieder einen Brustpanzer gefunden, aber er ist wieder ohne Sockel. Das heißt, wenn es jetzt ein Krieger-Item wird, habe ich wieder kein Item für den. Und Handschuhe genau das gleiche. Und bei dem fehlt eh nichts, genau. Aber ja, es ist jedes Mal dasselbe, ey. Genau die Epics, die ich bräuchte mit Sockeln, die kriege ich nie mit Sockeln. Obwohl sie ja nicht mal meinen Main-Character braucht, sondern halt nur meine Begleiter. So nervig, ey. Aber gut, okay, dann können wir doch noch einen Try machen. Komm. Das ist schon ein bisschen langweilig, nur so wenig zu machen. Und ja, wer auf meinen Pilz-Kontostand guckt, ja, es wird langsam richtig wenig, ne? Gerade mal noch knapp über 200, aber die haben jetzt wirklich ein Jahr lang gehalten, so wie ich es mir erwünscht habe. Und ich habe sehr viel Pilze in den Greif und in den Lebenstrank gestreckt. Ey. Ja, genau. Gesteckt. Von dem her müsste es eigentlich ganz gut aussehen. Also, wenn man jetzt so die Zukunft, an die Zukunft denkt, müsste das eigentlich nicht schlecht sein. Und ich weiß gar nicht, was hier der nächst Schwächere ist. Ich glaube sogar nicht mal die. Was zum Teufel? Alter, die ist viermal ausgewichen, ey. Genau. Und okay. Wobei? Nevermind. Oh, doch, meint. Nevermind. Was? Das verstehe ich manchmal nicht. Erst macht sie fast keinen Schaden. Und dann zwei Schläge später macht sie plötzlich 85 Millionen mit einem Crit. Also manchmal ist es schon ein bisschen weird in der Unterwelt. Schattenwelt meine ich natürlich. Dang. Na gut, okay, nevermind. Also doch, nevermind. Dreifache Verneinung. Okay, es laggt übel. Holy moly. So. Jetzt passt's wieder. Perfekt. Ja, Schattenwelt ist halt so. Ich weiß nicht. Da brauche ich auf jeden Fall. Also allein wenn ich diese. Jetzt wartet mal. Allein wenn ich hier zwei und drei. Drei Sockel mit jeweils mindestens 500. Weil meine schwarzen Edelsteine gehen mir locker über 500, 600 schon. Dann wären es ja allein schon 1500 Attribute natürlich auf zwei Charaktere verteilt. Aber allein der Krieger, wie viel Leben der dadurch bekommen würde. Also würde bestimmt ein, zwei Schläge mehr überleben, zumindest von Nicht-Magiern. Und ja, auch würde einfach sehr viel mehr Schaden machen. Also ich meine, jetzt macht er 1, 2 Millionen, damit er vielleicht auch mal 4, 5 Millionen machen. Oder wenn er crittet halt noch mehr. Das würde sich halt allgemein einfach deutlich positiver auswirken. Vor allem bei knappen Kämpfen. Bei den Kämpfen, also bei so einem Kampf wie gerade eben, wird es natürlich überhaupt keinen Unterschied machen. Aber bei den Gegnern, wenn sie immer wieder knapper werden, würde es wahrscheinlich den entscheidenden Unterschied schon bringen können. Mal ganz davon abgesehen, dass die Epics sowieso komplett veraltet sind, aber das ist ein ganz anderes Problem. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann S25. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Ich habe meine Ritter. Ach nee, das habe ich halt letzte Woche schon erzählt, genau. Meine Ritterhalle habe ich auf Stufe 20 gemacht. Da hatte ich ja diesen. Ja, da hatte ich ja diesen Brainfart, dass ich gedacht habe, ich brauche volle Ressourcen, um die Ritterhalle auszubauen, weil ich nie wieder drauf geklickt hatte. Genau. Also nee, die ist fertig. Und sonst steht nicht viel an. Das Inventar quillt über. Aus wirklich jedem Loch kommt ein Epic oder was auch immer. Genau. Sonst, tränkemäßig sind wir nicht gut ausgestattet. Ich hätte zwar volle Stärketränke, aber kein Ausdauer, kein Lebenstrank. Das heißt, dungeonmäßig würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen, dass was los ist. Können wir dann vielleicht, vielleicht nach dem nächsten Gold-Event oder so können wir es nochmal machen, dass wir hier ein paar Dungeons durchbuttern, dass er ein bisschen Level bekommt. Genau. Und haben wir, ah ne, ich habe keine Unterwelt, können wir mal probieren. Also Wirbelwind, Sturm, Unterwelt. Schade. Ja, ich habe immer keine Lust, das Equip zu wechseln, deswegen probiere ich es manchmal trotzdem so. Klappt halt meistens nicht. Aber das machen wir dann auch noch. So. Wobei ich gegen viele Gegner auch tatsächlich verliere, wenn ich Full Epic bin. Also schafft zwar die meisten noch, aber Kundschaft und so verliere ich schon immer mal wieder einen Kampf. So, hier ist die Zeitmaschine bei 1500, das passt, das kann man lassen. Dann brauche ich hier ein paar Seelen, sonst kann ich nächstes Mal nichts ausbauen.
So, dann Glücksrad fertig und sogar Pilze bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Und dann war es das eigentlich auch schon. So schnell geht das. Ja, was soll ich sagen? Das Event ist halt einfach recht ereignislos. Mich hat es jetzt eh gewundert. Ich habe jetzt bei beiden fast 300 Alu gespielt. Oder es dürfte nicht. Also ja, hier bin ich fast fertig, genau. Also habe jetzt bei beiden überraschend 300 Alu gespielt oder 320. Weil ich heute ein bisschen was nebenbei gemacht habe. Da kann man ganz gut Shakes and Fish nebenbei laufen lassen. Wenn ich zum Beispiel aufnehme oder gar nicht da bin oder sowas oder streame, dann geht es natürlich nicht so einfach. Aber heute ging es ganz gut und ich muss aber sagen, das Event ist halt echt, naja. Also ich muss vor allem sagen, ich habe sau wenig Früchte dieses Wochenende gefunden, also wirklich. War jetzt nicht so gut. Und, ja, was gibt es sonst noch sozusagen? Ja gut, Ressourcen habe ich schon einige gefunden, vor allem beim Krieger. Aber jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Also ich hatte glaube ich sogar nichts an Holz, gar nichts. Jetzt habe ich 85 Millionen. Ja, also hier schon ein bisschen was, aber ja, macht keinen Unterschied, weil ich es nicht mehr unbedingt brauche. Genau. Was ist hier in 3 Minuten überhaupt fertig? Ach so, Soldaten. Ich vergesse es jedes Mal wieder, dass es angezeigt wird. Genau. Na, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.